Ich weiß, weil du machst mich nicht. Ich weiß. Nein, Doch. ich sag dir warum. Ich sage dir Ja, ehrlich, du und bist das mir alle von nah, hören. wo wir telefoniert haben mit Yasser und so und mit dir, dieser Streit. Ich weiß nicht, was das Mögen ist, Wallah. sag mal, was lügst du hier rum, um zu imponieren? Ey, Ivo, kannst du Na, kurz hör auf, rausgehen, bitte? Allah Ich zu will jemanden schwören. reinholen. Ebo muss nicht rausgehen, du musst auch hier keine Anwälte reinholen. Ich hole den Anwälte, aber ich will auch einen Freund von mir reintun. Du Komm, ich holst gehe auch hier rein. niemand Salam rein. alaikum. Du bleibst, Ibo. Sei kein Köpek immer, wenn man die Sache rausgeht, dass du Nein, nein, rausgehst. nein, nein. Ich bin für Man niemanden sagt, sei Köpek. kein Ich bin Küppek, damit er Ivo. sagt, nee, ich Ich bin hoffe auf kein Küppek. niemanden. Was ist das für. Ich sag Barello, ob du kommst oder nicht, und hör mir auf zu sagen, ich mag dich oder ich mag dich nicht. Okay? Bis jetzt. Und diese Sache, die du mir anvertraut hast, da habe ich dich zurückgerufen, habe gesagt, ich habe mit ihm geredet, ja, und er wollte zu dir kommen, mit dir reden und das klären. Und Nein, komm. nein, alles wird geklärt, alles ist schon am Klären und so. Guck mal, es gibt Sachen, deswegen habe ich zu Ahmed auch gesagt, lass es, warum wollen wir das in der Öffentlichkeit klären, Nein, wenn gar es nicht. privat, wenn man Aber privat diese klärt? Sache. Lass uns offline Du gehen, hast wir dich doch in der telefonieren, ich sag Öffentlichkeit dir. gemacht, nicht ey, du. Hör mal zu, hör mal zu, Du, hör mal nachdem zu. dein Bruder angeblich angerufen Hör hatte. zu, hör zu, hör zu. Nein, nein. Mich regt nur auf, dass er sagt, ich bin wegen ihm gekommen. Er meint zu mir, kommst du auch nach Hamburg? Habe gesagt, Barello, ich komme wegen dir nach Hamburg. Korrekt oder nicht korrekt, Barello? Und deswegen bin ich vorgekommen. Ich wollte absagen, aber Stopp! weil du mir gesagt hast, ich bin da wegen dir, bin ich Stopp! vorgekommen. Stopp! Hättest du mir einen Tag vorher gesagt, ich komme nicht, dann wäre ich gar nicht hingefahren. Aber wo ich da bin, sagst du auf einmal, ich weiß nicht, ob ich kommen soll, die wollen mich da packen. Ich sage, hey, wer will dich denn packen? Dann erzählst du Okay, mir. sagen wir mal, du kommst nach Hannover mit einem Freund von dir. Dein Freund wird gehauen. Wie würdest du das finden? Wollen Wenn alle ich, schreiben, Digga. wie würdest du das finden? Sei ehrlich. Niemand wurde gehauen. Und nimm das nicht als Ausrede, okay? Niemand wurde gehauen. Niemand wurde gehauen und jetzt nimm das nicht als Ausrede. Wie Weißt würdest du, du ganz das sehen? Ich ehrlich, frage doch ganz warum normal. erzählst, warum erzählst du eigentlich nicht, dass sie Tickets gezogen haben in Hamburg, dass sie dich schlagen wollen? Und warum erzählst du eigentlich nicht, wer dir deinen Arsch gerettet hat? Ja? Wer meinen Arsch gerettet hat? Wer Was? deinen Arsch gerettet hat in Hamburg? Wie viele Leute Ja. wollen mich schlagen? Ja, es gibt. Guck Ja. mal, viele wollten mich schlagen. Es gibt viele. Warte Hast du mal, geklärt? Es gibt viele, haben Imran für mich hat geklärt. dich jemand Imran hat auch geschlagen? für mich geklärt. Ich war die ganze Zeit auch mit Imran. Ich war auch mit Atlantix. Ich war auch mit dir. Sag ich ja auch nichts. Ich will dir Ich was sag ja sagen. auch nichts. Wallah. Ich will dir was sagen. Sogar Imran, wo ihr zusammen wart, hat mich viermal angerufen. Aber weißt du was? Ich habe dir mein Wort gegeben. Und es ist auch nichts passiert. Und es wird auch nichts passieren. Okay? Aber wo das passiert ist, mit den anderen, du warst neben, oder nicht? Du warst daneben. Und was mit den. Warte mal, warte mal. Wenn wir zu dritt nach hinten laufen wollten, wir wollten nach hinten laufen und was klären. Auf einmal der andere aus nichts, ja, hat Momo so gestriffen. Und wer ist dazwischen gegangen und hat ihn weggeschubst? Wer? Momo oder ich? Und da hat die Leute gerufen? Die sind mit Diese Domi Nummer? gekommen. Das spielt doch keine Rolle, wer die gerufen hat. Sag mal, denkst Das du ist. wirklich, Guck man mal, muss Leute für dich ich will ein holen? paar Sachen nicht erwähnen, ich will ein paar Sachen nicht erwähnen. Oh, in Berlin ist gleiche Sache passiert. Was denn? Guck mal, es gibt Sachen, lass privat besprechen, so, weil ich will nicht. Nein, nein, Du nein, weißt, warum was. trotzdem reden? Warum privat? Nein, ich sag dir, was er erwähnen will. Er will über Nein, Ozan nein. reden. Weil Ozan den Propheten Mohammed a.s. beleidigt hat, hat ihn jemand. Aber hast du auch erzählt, was ich mit dem jemand gemacht habe danach? Das hast du nicht erzählt. Du bist Ich will immer gut im darüber nicht Reden. reden und so. Und Hör mal, natürlich hör mal fühle ich zu. mich dann schlecht, Hör mal zu. wenn ich mit meinem Freund da Nein, bin, hör mal zu. Du suchst Ausreden, für, dass du irgendwas nicht machst. Komm mal zu. Du bist ein eigenständiger Mann. Wenn du dich Mann nennst, okay? Du hast doch deine eigenen Eier. Die können dir doch niemand was. Mach, was in deinem Kopf ist. Bleib einfach stabil. Bleib ein Mann. Klär deine Sachen selber. Und wallah, egal wen du rufst, keiner kann deine Sachen klären, außer dir selber. Punkt. Ja, ich sag ja auch nichts, auch wegen diesem Kampf. Guck mal, endlich, das ist schlecht Allein geredet. fett So, mich doch. ich Wie würde oft das, warst du in guck mal, Hamburg? warte, Wärst warte. du von Guck mal, Nein, kann ich was sagen? nein. Nein, Endlich, endlich nein. was Hamid, gegen Hamid, mich. Hamid. Wir machen das anders. Wir machen das anders. Wir stoppen das jetzt hier mal. Ja? Und wie du gesagt hast, wir rufen uns jetzt privat an und Ja, wir klären das deswegen. privat. Deswegen, weil sonst wäre es so, dass Aber ich ich was sag dir gegen nur euch eins, habe und so. Arafat. Wegen dieser Geschichte gerade mit Nabil und der Kollege, der mich H-Wort genannt hat, ich schwöre dir, nur aus Prinzip ziehe ich die Sache bis Ende durch. Jetzt ziehe ich Ich sie sage dir komplett ganz durch. ehrlich, Ist mir und diese scheißegal. Sache mit, komm mal zu, die Sache, wieder Barello Er schuld, hätte mir sagen können, ich hole wieder Nabil rein. Barello schuld, weil du irgendwelche Leute mit reinholst, die nichts mit deinem Problem haben. Du, ganz normal, Salamu alaikum, alaikum salam. Hast du mich nicht angerufen? Was habe ich dir gesagt? Ob du kämpfst oder kämpfst nicht, interessiert mich nicht. Habe ich dir das gesagt, ja oder nein?
Ja, das hast du gesagt. Aber was macht der Hamid? Macht Video gegen mich, dass er mit dem Anwalt geht. Hör zu, lass mich weil ausreden. Du über die Veranstaltung redest. Du sollst Hamid, darüber nicht mehr reden. Hamid, Hamid, ganz Hamid, kurz. guck mal, Hamid, warte, warte. Hätte ich was gegen diese Veranstaltung? Die Kämpfer, die da Nein, kämpfen, du hast nichts gegen die Veranstaltung. Das sind du redest, du sagst, alle haben Waffen, Pistolen gehabt. Nein, guck mal, guck mal, guck mal, Hamid. Aber sonst warte, würde ich die mal. Leute anrufen, sonst würde ich die Kämpfer anrufen. Ey, du bist ein Bruder von mir. Guck mal, wir gehen auch jeden Tag. Aber Barello, aber ich mache das nicht. Ich sag zu jedem, geht dahin kämpfen. Und ich sage auch zu den Leuten, kauf die Tickets. Barello, ich sage dir ganz ehrlich. Wenn in deiner Macht ist, jemand zu sagen, er soll nicht kämpfen, Wallah, ich will sehen, wer auf dich hört. Deinesgleichen hören auf dich, mehr nicht. Und Punkt 1, wer ist denn mit Messer und Waffen dahin gekommen? Wer denn? Hast du ein Messer oder eine Waffe gesehen? Warum? Warum? Hast du Maschinengewehr dabei? Ich will darüber nicht reden, deswegen. Es gibt Sachen, das privat besprechen und so, Wallah. Ich will nicht, ich will doch, guck mal, ich. Weißt du was? Hör mal zu. Abgesehen davon. Leg auf. Nicht. Wer hat eine Waffe dabei? Hör zu, leg auf, wir reden privat, leg auf. Ja, Wallah. Besser. Ja, Bruder, diese Geschichte ja, gerade jetzt, weiß nicht, manchmal, wie gesagt, ich schwöre dir, ich ziehe bis Ende durch. Ich gebe da nicht einen Anwalt, ich gebe mehrere Anwälte ab. Die sollen ihn auseinandernehmen. Die sollen ihn kaputt machen. Also schon wegen diesem Nebel. Was hat Nebel damit zu tun? Was hat er damit zu tun? Macht auf Rechtsanwalt, ja, ich finde es ein bisschen lächerlich und so. Dann komm nach Hamburg, rede mit mir privat. Was Bruder, redest du hier in der Öffentlichkeit? Dann komm zu mir. Ich hab genau auf diesen Punkt gewartet. Du hast auch meine Nummer. Ich habe genau auf diesen Punkt gewartet, dass alle reinkommen und alle Gesicht zu Gesicht reden. Also diese ganze Lästerei bringt nichts. Jetzt gerade, guck mal, siehst du, Arafat ist reingekommen, jetzt Barello ist auch raus. Die sollen beide klären. Ich wusste nicht, so viele Leute schreiben, Nebel ist hinterhältig, hier, da und da. Ich dachte, nee, ich bin okay mit ihnen. Wie gesagt, wir kennen uns auch nicht persönlich, aber jetzt, wo du das so gemacht hast, werde ich die volle Kanone durchziehen. Und ich will gucken, Nebel, wie du deinen Kollegen helfen kannst. Ich ziehe das bis Ende durch. Jetzt ist mir scheißegal. Allein schon. Wallah, jetzt geht's mir nur noch um Recht. Prinzip. Jetzt geht's mir gar nicht mehr um. Weißt du, ich schwöre dir, ich gebe sogar. Weißt du, hört mal auf, hier Anfragen zu schicken. Jetzt geht's mir gar nicht um Para oder so. Ich schicke das ganze Geld an die Anwälte. Die sollen das schön rausholen. Dann soll Nebelin mal retten. Mal gucken, wie Nebelin retten kann. Wallah, ich sage euch nur eins. Komm nach Hamburg, rede mit mir. Ich hab geschafft, was ich wollte. Ich habe mein Ziel erreicht. Du hast Zitat doch meine Ende. Telefonnummer, hättest du mit mir reden können. Aber nein, du musst unbedingt hier rein als Rechtsanwalt. Das ist unkorrekt, was jeder mit ihm macht. Mit diesem kleinen Jungen. Ja, dann, kleiner Junge, dann sieh zu. Mit dem kleinen Jungen. Was haben wir denn unkorrekt gemacht? Ich habe gesagt, hätte er mich angerufen, hätte ich gesagt, kein Problem, wir sagen das Ding ab. Aber einfach über diese Veranstaltung reden und erzählen, da jeder hat eine Waffe gehabt, jeder Zweite hat eine Waffe dabei gehabt. Bist du doof oder was? Egal, Nebel, ich sag dir nur, dein ja, Kollege, der gesagt hat. Hast du deine Nummer, rede privat, weißt du, versuch das privat zu klären. Und, auf jeden Fall, Nebel, der Kollege, der guck mal, guck mal, ich hat, gerade, seine gerade Mutter auf, ist ein Haar, sein Vater ist ein Haar, seine ganze Sitte ist ein Haar. Was ist denn los? Diese Polizei fährt hier rum die ganze Zeit, ja? Die suchen dich. Wallah, ich weiß nicht. Nein, manchmal, guck mal, Arafat ist in Ordnung und so, aber manchmal seine Art und Weisen, man kann kotzen. Wallah. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wallah, Hamid, du bist im Hack, ne? Nein, nur Kürti, wo ist im Hack. Lass ja, Bruder. Da kommt dieser Zähne. Wie bitte? Ja, Hamid. Salam alaikum. Bruder, walaikum salam. Wer hat mich Hurensohn, H-Punkt genannt? Guck mal, Hamid, ich will die Sache nicht größer machen, als sie ist. Sage ich dir offen ehrlich. Das, was gesagt wurde, ist nicht korrekt. Ich kann das nicht beeinflussen, wenn ein Kollege von mir hinter mir sitzt und das rausrutscht aus Wut. Ich habe ihn auch sofort unterbrochen. Das macht man nicht, das ist nicht korrekt. Keine Mutter gehört beleidigt. Der war ein bisschen emotional, deswegen, wenn du das vergessen willst, vergiss das. Wenn nicht, dann ruf mich gerne privat an, können wir das gerne privat klären. Ich bin nicht der Typ dafür, der auf irgendwelche Mütter geht. Ich würde auch sowas niemals zulassen. Das ist eine Respektsache. Auf jeden Fall. Aber kann man nicht ändern, was soll ich dir sagen? Die Sache ist ein bisschen ausgeartet, sollte nicht sein. Ich will auch gar nicht. Die Leute geilen sich drauf auf, dass es gerade hier so ausartet. Das ist aber nicht meine Art und Weise. Und ich will mich weder über dich lustig machen, noch will ich, dass du dich über mich lustig machst. Ich will das auch gar nicht in die Länge ziehen. Meines Erachtens ist einfach, der Junge möchte nicht kämpfen. Ich versuche ihm die ganze Zeit eine Sicherheit zu geben, was er sich für sich nicht empfindet. Okay?
Nebil, hast du ihn einmal gesagt, ruf diesen Hamid privat an, hör doch auf, hier darüber zu reden, ruf ihn privat an und guck, was er zu dir sagt. Ja. Hast du das einmal gesagt? Warte mal bitte ganz kurz, ich habe einen wichtigen Anruf nur. Ja. Aber es ist heute gut geworden. Heute sind wir alle vier auf die Kamera gekommen. Das ist sehr gut, glaube ich. Welche Kamera redest du? Hey. Ich meine, heute alle live gekommen. Sehr gut. Jeder so sein Dreckige, was er in dem drin hat, so rausholen. Weißt du? Und der Anwalt ist ja mein Freund. Er ist auch ein TikTok. Und er meinte zu mir, macht das so und so. Allah, ich freue mich. Du freust dich, ne, Ivan? Voll cool. Oh, aber wie? Erzähl ich dir. Er ist nur noch sein Cousin ist rangegangen. Nur noch sein Cousin oder sein Bruder. Nee, sein Bruder meint er. Bester DJ, bester Torwart ist drin. Wie geht's dir, Nabil? Alhamdulillah, gut. Wie geht's dir? Alles gut? Alhamdulillah. Warum kann ich das nicht? Magomed, kannst du ganz gut rausgehen? Barallo will reinkommen. Wieder reinkommen? Ja. Okay. Assalamu alaikum. Alles gut, Bruder. Ich komm gleich. Ich muss mit dir auch reden. Hallo, ich hab. Schick mir wieder diese Panzerauto. Wallah, diese Panzerauto. Komm, Barello rein jetzt, oder? Salam. Salam. Barello wollte reinkommen. Ich hab dich angerufen, nicht Barello. Wer bist du? Umut. Türk-Umut. Ey, wach, Türk-Umut jetzt. Ja. Nebel, wie geht's dir, Bruder? Scheiße. Nein, das sehe ich von alles sehe ich. So, ich gehe raus. Nabi, wir telefonieren. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wir sehen uns. Alter, ich gehe einmal schlafen, Alter, wieder geht es ab auf TikTok.